Dann darf ich jetzt überleiten zu einem Thema, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, freue ich mich jetzt wirklich, drüber zu sprechen, weil die Nierensteine oder Steine insgesamt sind ja ein Thema, die wahrscheinlich einer unserer höchsten und häufigsten Notfälle in der Praxis in der Klinik darstellen. Der Patient oder die Patientin natürlich kommt nachts mit einer Kolik. Diese Kolikschmerzen sind wahrscheinlich eine der schlimmsten Schmerzen, die man überhaupt haben kann. Und jeder, der schon mal einen Stein gehabt hat, wird es bezeugen können. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir einen exzellenten Steinexperten, Herrn Professor Schönthaler, in unserer Klinik haben, der sich schon seit langer Zeit mit der Thematik beschäftigt, der auch international sehr stark unterwegs ist und sehr, sehr aktiv in der Forschung ist. Und deswegen freue ich mich, dass er uns berichten wird über das Vorgehen bei einem Patienten, der Nierensteine hat. Ich freue mich. Bitte schön. Vielen Dank, Professor Kratzke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Herr hat im Verlauf seiner Karriere die meisten seiner Gegner auf die Matte geschickt. Nicht so 2011, da war es ein kleiner Harnleiterstein, Knockout für Wladimir Klitschko. Wie es in diesem Bericht zu lesen ist, habe er sich dafür unters Messer legen müssen. Da bin ich froh, Ihnen berichten zu können, dass das heutzutage üblicherweise nicht mehr der Fall ist und wir sehr viel schonendere Methoden haben. Nierensteine sind sehr häufig. Nierensteine können sehr schmerzhaft sein und Nierensteine können schwerwiegende Folgeerkrankungen mit sich bringen. Bluthochdruck, Funktionsverlust der Niere, sogar den Verlust der gesamten Niere oder eine Blutvergiftung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte in der nächsten knappen halben Stunde mit Ihnen dieses Thema durchgehen. Wir wollen schauen, woraus bestehen Nierensteine, welche Faktoren begünstigen deren Entstehung und welche können sie hemmen. Wir wollen gucken, was machen wir in der Akutsituation bei einer Nierenkolik und wie können wir Steine entfernen. Ich möchte dann mit Ihnen einen kurzen Ausflug machen in die wissenschaftliche Medizin. Woher bekommen wir unsere Erkenntnisse? Welche Beiträge können wir als Universitätsklinikum hier leisten? Und zum Schluss gehen wir natürlich auf die wichtige Frage ein, was können Sie und ich gegen Nierensteine machen, damit wir keine bekommen oder sie nicht so häufig bekommen. Nun, woraus bestehen Nierensteine? Die verschiedenen Stoffe haben eins gemeinsam, sie können Kristallgitter bilden. Sie sehen hier rot mit Ca, das Calcium. Und das haben Sie schon häufig gehört, Calciumsteine sind die häufigste Steinart, Kombinationen mit Calcium. Das Calcium ist für uns wichtig, wir nehmen es jeden Tag auf, wir brauchen es, es ist in unseren Knochen drin, es ist in unseren Zähnen, aber es ist auch für die Reizleitung, für die Nervenleitung notwendig. Unser Herz würde nicht schlagen ohne Calcium. Das heißt, wir können das Calcium nicht einfach weglassen. Das Calcium braucht aber einen Partner, um diese Kristalle zu bilden. Und ein solcher Partner kann das Oxalat sein. Oxalat ist ein Salz, das Salz der Kleesäure. Es wird zum Teil im Stoffwechsel produziert, zum Beispiel wenn wir Vitamin C abbauen. Und es ist aber auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln drin, wie beispielsweise hier im Spinat, in der Schokolade oder auch dem Rhabarber. Und nun ist es so, das Calcium ist zweifach positiv geladen, das Oxalat zweifach negativ. Das heißt, diese beiden Stoffe können sich anziehen und miteinander verbinden. Und wie Sie in dieser Grafik sehen können, können die sich anlagern und weitere Moleküle außenrum und bauen so einen schönen Kristall. Am Ende kann der so aussehen. Das ist ein Nierenstein, ein Calcium-Oxalatstein, wie wir ihn antreffen können und wie wir ihn im Harntrakt eigentlich nicht so gerne haben wollen. Ich habe Ihnen noch ein weiteres Bild mitgebracht, das habe ich vorgestern bei einem Patienten gemacht. Hier sehen Sie einen Blick in die Blase, wie wir das bei der Operation bekommen mit einem Spiegelungsgerät. Dieser Blasenstein hat einen Durchmesser von ungefähr 2 cm. Welche Faktoren spielen die entscheidende Rolle bei der Entstehung dieser Kristalle? Nun, wir brauchen erstmal eine gewisse Stoffmenge.
Im Urin oder im Wasser sind diese Stoffe gelöst. Wenn es überladen ist, dann gibt es Ablagerung. Das kennen Sie von Ihrer Waschmaschine oder hier in Pamukkale in der Türkei, die schönen Kalkterrassen. Wenn Sie zu viel dieser Stoffe zu sich nehmen und es machen wie der Popeye und sich einseitig ernähren, dann haben Sie zu viel Oxalat im Urin. Und bei der Ausscheidung wird dieses Oxalat ausfällen. Es hat damit zu tun, dass in einer wässrigen Lösung, und eine solche ist der Urin, die Wassermoleküle, die ja auch eine gewisse Ladungsverteilung haben, sich um diese Stoffe herumlagern und sie so in Lösung halten. Wenn ich zu viel habe, dann wiederum kann das so nicht gelingen und beispielsweise das Calcium und das Oxalat können sich miteinander verbinden. Das kann dann so aussehen, wir sehen hier wiederum ein Spiegelungsbild, wenn wir nun mit unseren Geräten wirklich durch den gesamten Harntrakt bis hoch zur Niere kommen, dann kann das so aussehen, die schwarzen Dreiecke zeigen Ihnen Kalkablagerungen in den sogenannten Nierenpapillen. Das ist der Bereich, wo der Urin sich konzentriert, bevor er dann in die Nierenkelche und das Nierenbecken ausgeschieden wird. Und wenn solche Kalkablagerungen durchbrechen zur Oberfläche, dann kann hier im Besonderen, und das ist hier mit diesem ganz feinen Kreuz im linken Bild gekennzeichnet, sich weiteres Material anlagern und einen Nierenstein bilden. In diesem elektronenmikroskopischen Bild sehen Sie, wie abgelagerte Calciumkristalle dann durchbrechen zur inneren Oberfläche. Das sehen Sie auch in dem Schema. Und wenn die sich diesen Weg bahnen zum Nierenbecken, dann kommt es eben zur weiteren Anlagerung, zum Beispiel von Calciumoxalat. Und der eigentliche Stein entsteht, der dann so viel Ärger verursachen kann, wenn er sich löst und in den Harnleiter eintritt. Es gibt aber natürlich eine ganze Reihe weiterer Stoffe, die ebenfalls Steine bilden können, Kristalle ausbilden können. Eins davon ist Harnsäure. Auch Harnsäuresteine, haben Sie vielleicht schon mal gehört, machen einen erheblichen Anteil, nämlich 5 bis 10% aller Steine aus. Nun, Harnsäure ist ebenfalls ein Stoffwechselendprodukt beim Abbau von Zellen, insbesondere tierischen Zellen, wie wir das eben im Fleisch haben. Und dort gibt es dann die Purine und das Stoffwechselendprodukt ist die Harnsäure. Insbesondere auch in Innereien oder Krustentiere. Die Harnsäure ist auch relativ schwer löslich und das bemerken Sie auch, wenn Sie unter Gicht leiden und sich diese Harnsäure im Großzehengelenk beispielsweise ablagert. Und Gleiches kann in der Niere oder auch in der Harnblase passieren. Welche weiteren Faktoren spielen eine Rolle bei dieser Kristallisation? In einer wässrigen Lösung können unterschiedliche pH-Werte auftreten. Der pH-Wert charakterisiert die Anzahl an Wasserstoffionen. Die Wasserstoffionen sind positiv geladen. Und so können Sie sich denken, wenn es hier wiederum um Ladungen geht, dann lagern die sich mehr oder weniger an die genannten Stoffe an und verändern deren Löslichkeit. Nun ist das Interessante, wir können dieses Saure gar nicht unbedingt mit unserem Geschmack gut unterscheiden. Beispielsweise die Zitrusfrüchte empfinden wir sauer, die beinhalten aber sogenannte schwache Säuren. Und diese schwachen Säuren, die führen in der wässrigen Lösung durchaus zu einer Pufferung. Die können sogar eher alkalische Effekte, also das Gegenteil von sauer bewirken. Andererseits, Coca-Cola ist saurer wie Essig, hat einen pH-Wert von 3, aber wir schmecken es nicht, weil natürlich so viel Zucker drin ist, dass wir es gar nicht merken. Insgesamt ist es so, dass für die meisten Steinarten gilt, wenn der Urin etwas saurer wird, fallen die Moleküle leichter aus und schlagen sich nieder. Ein anderer Aspekt sind äußere Einflussfaktoren wie Temperatur. Wir hatten es ja schon von von Mengen und der Lösung im Urin. Natürlich bei heißeren Temperaturen werden wir schwitzen und Flüssigkeit verlieren. Der Urin wird also konzentrierter werden und somit kommt es leichter wiederum zur Ablagerung von diesen Kristallen.
Und dann gibt es noch ganz andere Steine. Sie sehen hier schematisch Bakterien abgebildet. Nun, im Harntrakt haben wir normalerweise keine Bakterien. Aber Harnwegsinfektionen, das kennen Sie, die können dann doch bis zur Niere aufsteigen und letztendlich dort eine chronische Infektion oder Besiedlung der Niere verursachen. Und bestimmte Bakterien wiederum können Stoffwechselprozesse in Gang setzen, unter anderem die Spaltung von Harnstoff. Und dann entstehen Ammonium-Ionen. Und diese wiederum verbinden sich mit Magnesium und Phosphat. Und dann gibt es die sogenannten Infektsteine. Übergeordnet ist bei allen Prozessen, die uns Menschen ausmachen, unsere Psyche, das Körperliche, jegliche Erkrankungen, die Genetik. In der Genetik werden viele Dinge festgelegt, unter anderem natürlich auch bestimmte Mechanismen in den Stoffwechselprozessen. Und so sind uns heute über 30 Gene bekannt, die Nierensteinbildung begünstigen können. Das können einerseits wirklich direkt vererbbare Erkrankungen sein, wie zum Beispiel die Hyperoxalurie, wo dann eben sehr viel Oxalat anfällt. Aber auch für den sehr häufigen Calciumstein gibt es eben inzwischen einige Gendefekte, die wir kennen, die also diese Veranlagung zur Steinbildung ausmachen. Es gibt noch Gegenregulationsmechanismen, die unser Körper bereithält. Das können einerseits auch wieder Mineralstoffe sein, wie das Magnesium, das das Oxalat abfangen kann. Es können Stoffwechselprodukte sein, wie Citrat, das bei der Energiegewinnung entsteht, das Calcium binden kann. Und es können große Moleküle sein, die unser Körper baut, wie die hier abgebildeten Makromoleküle, die dann Uromodulin, Calmodulin und sonstige fantasievolle Namen haben. Ihnen gemeinsam ist, sie können unter anderem das Calcium binden, sie können aber auch beispielsweise innere Oberflächen auskleiden, sodass die Kristalle sich gar nicht so leicht ansetzen können. Wie häufig sind nun Harnsteine? Wenn wir jetzt eine Umfrage unter Ihnen allen, den Zuhörern, machen würden, dann wären es durchschnittlich jeder 20., der bis heute schon ein oder mehrmals einen Stein gehabt hat. In den USA wäre es jeder 11. Wenn wir es auf unser gesamtes Leben betrachten, dann ist unsere Wahrscheinlichkeit, einen Nierenstein zu bekommen, 10%, also jeder 10. von uns. Von denen, die schon einmal einen Stein hatten, werden aber ungefähr 50% einen weiteren oder mehrere weitere Steine bilden. Wie sieht das Ganze weltweit aus? Ich habe hier mal eine Karte aufgetragen mit Farbschattierungen. Je dunkler, desto mehr Steine. Und es fällt auf vom optischen Eindruck, dass wir hier so ein zentrales Band haben. Und das sind zum einen die Länder, wo es vielleicht wärmer ist, oder andererseits in Europa, USA, wo die Ernährung einen bestimmten Einfluss haben könnte. Was machen wir in der Akutsituation? Wenn Sie eine akute Nierenkolik haben, dann werden Sie wahrscheinlich sehr schnell den Rettungsdienst rufen und dann kommen Sie vielleicht zu uns ins universitäre Notfallzentrum und wir versuchen Ihnen innerhalb von 5 Minuten Hilfe zukommen zu lassen. Da ist die Ultraschalluntersuchung hilfreich und die steht heutzutage überall zur Verfügung in diesen Notfallzentren. Und dann können wir zusammen mit dem, was wir von Ihnen erfahren haben und einem ersten Bild, wie hier auf der rechten Seite abgebildet, einen Stau der Niere sehen. Ein solcher Stau könnte beispielsweise durch einen Stein verursacht sein. Gut, wir werden erstmal schauen, dass wir Sie schmerzfrei bekommen. Sie kriegen eine Infusion, Sie kriegen die entsprechenden Schmerzmittel. Aber dann geht es schon sehr schnell mit der Diagnostik weiter und die steht uns heutzutage eben auch in den Notfallzentren sofort zur Verfügung, wie beispielsweise eine solche Computertomographie. Hier sehen Sie auf dem linken Bild in der Mitte die Wirbelsäule, das sind die einzelnen Wirbeln, die sind eben kalkhaltig und deswegen auf diesem Bild auch weiß. Und daneben sehen Sie so einen runden, für uns, für einen Stein sogar etwas größeren Punkt, der einen Zentimeter Durchmesser ungefähr hat und genau am Abgang von der Niere zum Harnleiter liegt. Und dort wie so eine Art Ventil
diesen Harnleiter verstopft und somit den Urinfluss behindert. In diesem nächsten Bild ist es noch ein bisschen schwerer, da unterhalb von dieser mittleren Wirbelsäule sehen Sie dann so etwas länglich oval einen Stein, der befindet sich im Harnleiter, unmittelbar vor der Blase, führt aber eben auch zu einem solchen Rückstau zur Niere. Bei den vielen Informationen, die Sie im Internet finden, ist es sicherlich gut, wenn Sie auf institutionelle Websites gehen. Das können Internetseiten von den Kliniken sein oder eben von urologischen Gesellschaften, in diesem Fall der Europäischen Gesellschaft für Urologie. Und da gibt es sehr, sehr schöne, anschauliche Videos, die Ihnen hier genau einen solchen Fall demonstrieren, wie den, den ich Ihnen im CT gezeigt habe. Hier ist ein Stein oben am Abgang des Harnleiters und Sie sehen jetzt, mit diesen weißen Pfeilen wird dargestellt, wie der Urinfluss normalerweise laufen sollte. Wenn dieser Stein hier oben nun blockiert, dann wird sich das Nierenbecken dehnen und versuchen, den Urin gegen den Widerstand des Steines auszutreiben. Und dann bekommen wir die Nierenkolik. Wenn sowas anhält und der Stein nicht von alleine abgehen kann, weil er eben zu groß ist, dann helfen die Medikamente alleine nicht. Dann müssen wir Abhilfe schaffen und können hier mit einem solchen Spiegelungsverfahren, Sie sehen hier ein Spiegelungsgerät bereits in der Blase, das hier einen Draht vorlegen kann und diesen am Stein vorbeiführt, nach der Kontrastmitteldarstellung, die hier noch gezeigt ist. Und dann kann über diesen Draht eine solche Harnleiterschiene eingeführt werden, die praktisch eine Umgehung des Hindernisses ermöglicht, sodass der Urin dann wieder abfließen kann. Ich habe Ihnen hier auch so ein paar Bilder, das war letzte Woche. Da hatten wir eben genau so einen Stein unten kurz vor der Blase. Sie sehen das so als dunklen, ovalären Schatten, ungefähr mittig im Bild, in dem linken Bild. Und dann wird genau dieser Draht vorgelegt und die Schiene vorgelegt bis zur Niere oben. Wenn wir die Steine beseitigen wollen, dann kommt ja hier auch schon der Kollege, der die Nierensteine zertrümmern wird. Nun, das ist nicht der Kollege, der zertrümmern wird, das ist der Franz Josef Strauß. Und Sie werden fragen, was hat der mit der Stoßwellentherapie zu tun? Gar nichts. Aber der Franz Josef Strauß, der war für manchen Skandal gut, unter anderem für die Lockheed-Affäre. Bei der Lockheed-Affäre ging es um die Beschaffung dieser Starfighter-Flugzeuge. Und da gab es ja dann die Starfighter-Affäre, weil diese Flugzeuge leider häufig abgestürzt sind. Gott sei Dank konnten sich die meisten Piloten ja mit dem Schleudersitz retten. Die galten als Schönwetterflugzeuge. Und zwar deswegen, weil die Firma Lockheed festgestellt hat, dass beim Aufprall der Regentropfen auf den Oberflächen der Flugzeuge nicht nur Dellen entstanden sind, sondern Druckwellen ins Innere und dort Schaden verursacht haben. Und daraus hat man dieses Gerät entwickelt, 1980, eine große Wanne, in die sich der Patient hineinlegen musste und eine Apparatur drumherum, die Druckwellen erzeugen kann, die über das Wasser durch den Körper des Patienten auf den Stein gelenkt wurden. Wenn diese Druckwellen dann am Stein aufprallen, setzen sie ihre Energie frei, führen mit Zug und Scherkräften zum Zerspringen des Steines in viele kleine Teilchen. Das hat die Steintherapie revolutioniert gegen Ende des letzten Jahrhunderts und sieht schematisch hier so aus. Wenn Sie auf der linken Seite sehen, ist dort mehrere Nierensteine abgebildet. Es kommen diese fokussierten Stoßwellen und wir sehen dann die kleinen Fragmente, die spontan abgehen müssen. Und da können Sie ahnen, da liegt auch schon das Problem drin, die Teilchen müssen abgehen. Natürlich, beim Abgehen könnten sie wiederum im Harnleiter stecken bleiben. Und dann haben wir wieder das Problem einer Kolik. Deswegen ist diese Therapie nicht für jeden Patienten und jeden Stein geeignet. Aber ich selbst bin großer Fan davon und bei geeigneter Auswahl ist es eine sehr, sehr gute Therapie. Wir haben aber noch andere Möglichkeiten. Hier sehen Sie wiederum
ein Spiegelungsgerät abgebildet, das oben in der Niere sich bewegen kann und die ganze Niere darstellen kann. Das sieht dann so aus. Es geht wiederum durch den Harntrakt, durch die Harnröhre in die Blase, hoch bis zur Niere, durch den Harnleiter. Und es können dann gewisse Hilfsmittel wie so ein Fangkörbchen da verwendet werden, um dann Steine oder Steinteilchen zu bergen. Ich habe einen kleinen Videofilm mitgebracht. Sie sehen hier wieder so auf der rechten Seite in der Niere so weiße Verschattungen, weiße Flecken. Das sind die Nierensteine bzw. ein oberer Harnleiterstein. Und die wollen wir durch Spiegelung entfernen. Dieses Instrument ist relativ lang und dünn und erstaunlicherweise starr. Und trotzdem können wir mit diesem starren Gerät durch die Harnröhre gehen, in die Blase und in den Harnleiter und dort den Harnleiter spiegeln bis oben. Das sehen wir jetzt hier. Das ist die Harnröhre, Schließmuskelbereich. Und jetzt sind wir schon am Eingang zum Harnleiter. Und so kriegen wir ein Bild, das Innere des Harnleiters. Und hier liegt dieser Stein, den wir im CT gesehen haben. Jetzt kommen wir mit einer Laserfaser, die da eingeführt wird. Bestimmte Einstellungen am Lasergerät. Und dann kann es losgehen mit der Laserlithotripsie, der Zerkleinerung mit dem Laser. Da wird gespült, damit wir eine gute Sicht haben. Und am Monitor können wir das Ganze dann eben verfolgen. Und jetzt sehen Sie, wie der Stein in Teile zerschossen wird, die dann so klein sein sollen, dass wir sie eben durch den Harntrakt herausnehmen können. Wenn die Laserfaser da so ein bisschen kaputt geht, schneiden wir sie ab. Und jetzt sind die ersten Teilchen mit der Fasszange gegriffen worden und rausgezogen worden. Und Sie erinnern sich, wir hatten im Anfangsbild in diesem CT oben in der Niere noch zwei Steine liegen. Und die müssen mit einem flexiblen Gerät dann geborgen werden, weil ja in der Niere gewisse Nischen und Verästelungen drin sind. Dieses Gerät wird hier gerade vorbereitet und über diese Schleuse, dieses Plastikrohr, das zuvor da eingeführt wurde, kann das Gerät dann bis zur Niere hochgeschoben werden. Durch die Flexibilität, die Sie hier demonstriert sehen, können wir dann oben in der Niere in sämtliche Winkel Einblick gewinnen und mit solchen Hilfsmitteln wie diesem Körbchen dann Steinteile bergen. Die Geräte haben einen Durchmesser von 3 mm und das ist schon faszinierend. Wie Sie sehen, da gibt es zwei Arbeitskanäle, die in dem Gerät untergebracht sind. Die Optik ist untergebracht, die Lichtleiter sind untergebracht. Und so kann dann mit dem Laser oben auch in der Niere der Stein zerteilt werden. Und dann kommen wir mit diesem sehr feinen Fangkörbchen und können den Stein fassen, fangen und dann extrahieren. Und so sieht es dann aus. Dieser Stein geht dann in die Analyse. Im Labor wollen wir schauen, was ist es ganz genau. Dieser sah jetzt aus wie ein Calciumoxalatstein. Und dann können wir nach Abschluss der erfolgreichen Therapie Sie beraten, was Sie denn tun können, um erneuten Steinen vorzubeugen. Am Ende der Therapie haben wir auch hier so eine Harnleiterschiene eingelegt, wie Sie sie schon aus dem vorangegangenen Film kennen. Wir haben das mal zusammengefasst, schon vor einigen Jahren haben 100 Patienten mit einer solchen Therapie unterzogen und wollten sehen, ob wir unter optimalen Bedingungen alle Patienten steinfrei bekommen. Und tatsächlich, wenn wir nach 3 Monaten nachkontrolliert haben, waren 99 dieser 100 Patienten steinfrei. Wenn die Steine größer sind, sodass wir die nicht alle über den Harnleiter und die Harnröhre dann extrahieren können, rausnehmen können, weil es einfach zu viel Material wäre, dann können wir auch einen direkten Zugang zur Niere wählen. Dann müssen wir von außen punktieren. Dafür waren früher größere
Rohre notwendig, so wie in diesem Bild dieses dunkelgraue, Durchmesser 1 Zentimeter oder sogar größer. Somit also der Zugang zur Niere schon relativ groß mit entsprechender Blutungsgefahr. Aber auch hier haben wir einiges an Fortschritten erzielt in den letzten 20 Jahren ungefähr, sodass der Durchmesser heutzutage nur noch wenige Millimeter beträgt. Jetzt möchte ich mit Ihnen einen kleinen Ausflug in die wissenschaftliche Medizin machen. Woher nehmen wir eigentlich unsere Erkenntnisse, die ich Ihnen heute Abend hier unterbreite? Sie haben das mitbekommen im Rahmen der Corona-Studie. Sie hören Corona-Pandemie. Sie hören viel von Studien und Fakten und Daten, die da erhoben werden. Und Gleiches gilt eben für alle Gebiete der Medizin. Und natürlich ist vieles im Fluss. Man kann sich eben auf die Daten berufen, die vorhanden sind. Und wenn neue kommen, können sich Einschätzungen ändern. Es gibt zwei große Gruppen von Studienarten, die man machen kann. Das eine sind kontrollierte Studien, wo man versucht, unter bestimmten Bedingungen einer Gruppe von Patienten zum Beispiel die eine Therapie zukommen zu lassen und einer zweiten Gruppe die andere. Und dann kann man das sehr gut vergleichen. Eine solche Studie haben wir kürzlich hier veröffentlicht. Da haben wir bei einer kleinen Gruppe solcher Patienten die Stoßwellentherapie mit der Spiegelungstherapie verglichen. Das Ganze eigentlich nur mit dem Sinn, eine große Studie mit Beteiligung vieler Zentren vorzubereiten. Dafür müssen wir dann wiederum Forschungsgelder beantragen und können dann damit starten. Ich habe Ihnen ein anderes Beispiel noch mitgebracht. Wir können die Sache auch anders angehen. Wir schauen, wie werden die Therapien denn tatsächlich in den Kliniken durchgeführt und können große Datenmengen dann ansammeln von mehreren Zentren, von allen Patienten möglichst, die dort behandelt werden, und große Datenbanken in Form eines Registers beispielsweise erheben. Und da haben wir auch ein großes Projekt mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung derzeit in Bearbeitung. Das Register nennt sich RECUR und soll dieses Jahr noch starten. Die Erkenntnisse, die wir da gewinnen, die fließen dann in sogenannte Leitlinien ein. Und dort wird einfach das zusammengefasst, was es an Studienergebnissen gibt. Und Leitliniengruppen beschreiben die Ergebnisse und ziehen daraus auch Behandlungsempfehlungen, die dann ihre Anwendung finden sollen. Jetzt kommen wir zum letzten Teil des Vortrages. Wenn wir solche schönen Harnsteine haben und die aber gar nicht haben wollen, dann wollen wir Maßnahmen ergreifen zur Vorbeugung. Nicht? Und da gibt es eine Reihe von Dingen, das können Sie hier auf dieser Illustration sehen, die freuen die Nieren oder eben weniger. Für jede Beratung brauchen wir zunächst mal Grundlage. Und Grundlage ist die Diagnostik. Wenn wir den Urin analysieren, dann können wir beispielsweise in dieser Tabelle, wie sie in der Leitlinie dann niedergelegt ist, sehen, welche Bestandteile in welcher Konzentration ungünstig sind. Und da sehen Sie schon viele von diesen Bestandteilen, die wir angesprochen haben, Calcium, Oxalat, die Harnsäure, aber eben auch das Citrat, das die Steinbildung hemmen kann, und das Magnesium. Und dann können wir gewisse Schlüsse daraus ziehen. Ich hatte Sie vorhin darauf hingewiesen, auf gute Websites, die aus öffentlichen Quellen stammen. Und eine, die ich Ihnen hier noch zeigen möchte, ist die Gesundheitsinformationswebseite des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das IQWiG. Und das IQWiG hat sich eben die Aufgabe gestellt, ebenfalls wissenschaftliche Ergebnisse auszuwerten und unter anderem für Patienten gut darzustellen. Und da sehen Sie, wie ich finde, in sehr plastischer Darstellung einige Ergebnisse. Hilft es, viel zu trinken beispielsweise? Und dann hat man genau so eine Studie gemacht. 100 Personen haben normal weiter getrunken und 100 andere haben
vermehrt getrunken, also 2,5 Liter am Tag oder so, dass sie 2,5 Liter Urin produzieren. Und dann hat man gesehen, in der Gruppe, die nicht übermäßig viel getrunken hat, haben 27 von 100 Patienten, die früher schon mal einen Stein hatten, nach 5 Jahren einen erneuten Stein gebildet und in der anderen Gruppe nur 12. Und dann hat man ein ganz klares Ergebnis. 15 von 100 konnten durch vermehrtes Trinken keinen Stein bekommen dann. Ist es sinnvoll, die Ernährung umzustellen, beispielsweise Kalzium zu sparen? Interessanterweise hilft das eben gar nicht. Und wir haben ja davon gesprochen, dass Kalzium und Oxalat sich verbinden und schlecht löslich sind. Aber das Gleiche passiert auch schon im Magen-Darm-Trakt. Und wenn das Kalzium das Oxalat abfängt, dann wird es schon im Magen-Darm-Trakt ausgeschieden und wird erst gar nicht aufgenommen. Also kalziumsparende Diät alleine, das ist sicherlich nicht das Richtige. Aber eine umfassende Ernährungsumstellung könnte diese helfen. Hat man auch wiederum so eine Studie gemacht. Da wurde eine Gruppe, die schon mal einen Stein hatte, angehalten, viel zu trinken, oxalatreiche Lebensmittel zu meiden, weniger tierisches Eiweiß zu sich zu nehmen und sich salzarm zu ernähren. Und ausreichend, aber nicht zu viel Kalzium zu sich zu nehmen. Und dann ist hier beschrieben, dass in der Gruppe, die keine Ernährungsumstellung betrieben hat, 38 von 100 nochmals einen Stein bekommen haben innerhalb von 5 Jahren. In der Gruppe, die sich ernährungsmäßig umgestellt hat, 20 von 100 und somit 18 weniger. Und jetzt kommt das, was in jedem Vortrag kommen muss, in jedem medizinischen Vortrag, der Hinweis auf den Sport. Sport ist natürlich gesund und Sport hält sie fit und bewahrt sie vor vielen Erkrankungen. Ganz ehrlich, ich selber mache keinen Sport, aber was ich mache ist, ich nehme jeden Tag mein Fahrrad und fahre zur Arbeit. Und wenn ich nach Hause komme, dann gucke ich, dass ich mit meiner Frau abends rausgehe. Und so würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie am Wochenende raus, genießen Sie die Natur, gehen Sie in den Schwarzwald oder unseren schönen Kaiserstuhl und dann können Sie einiges gegen Nierensteine machen und Sie können gleichzeitig das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und Krebs vermindern. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und möchte noch mal darauf hinweisen, wenn Sie derartige Probleme haben, kommen Sie gerne zu uns, gehen Sie zu Ihren niedergelassenen Urologen. Wir hören Ihnen gerne zu und besprechen mit Ihnen entsprechende Therapiekonzepte. Vielen Dank. Professor Schönthaler, vielen herzlichen Dank. Es war ein sehr kurzweiliger und schöner Vortrag. Ich habe auch eine ganze Reihe Fragen. Ich fand es schön, dass Sie auch mit einem Tourismusaspekt des Schwarzwalds geendet haben. Das ist prima. Die erste Frage, die kam, waren ganz praktische Fragen. Sind Nierensteine jetzt in wärmeren Ländern häufiger als in kühleren nordischen Ländern? Ja, tatsächlich. Ne? Ich hatte ja diese Weltkarte gezeigt und wir haben nicht allzu viele solche epidemiologischen Zahlen und die sind natürlich auch teilweise unsicher. Ne? Es gibt natürlich weite Teile der Welt, da liegen eben keine Daten vor. Denken Sie an Afrika, auch Asien. Aber trotzdem, die Daten, die wir haben, die zeigen das relativ gut. Und natürlich Länder wie Saudi-Arabien beispielsweise, die sind schon deutlich stärker betroffen. Ja. Da kommt noch eine Frage dazu, sehr pragmatisch. Da hat ein Zuschauer offensichtlich oder konsumiert gerne Multivitamintabletten oder Nahrungsergänzungsmittel. Können die die Entstehung von Nierensteinen begünstigen? Und wenn ja, sind manche besonders kritisch, sind vielleicht manche Inhaltsstoffe besonders kritisch? Können Sie da vielleicht ein bisschen Tipps geben? Ja, grundsätzlich ist ja von diesen Ergänzungsmitteln gar nicht so sehr viel zu halten. Wir hören das ja immer wieder, ne, dass diese Mineralstoffe und Elektrolyte, die da aufgenommen werden, eben doch gar nicht so stark aufgenommen werden und die natürlich vorkommen, viel besser sind. Umgekehrt muss ich sagen, was die Nierensteine betrifft, der Schaden ist eher
jetzt nicht so groß oder nicht zu erwarten. Wir wissen sogar, dass die gezielte Vitamin D-Einnahme, die ja dann die verstärkte Calciumaufnahme mit sich bringt, nicht zwingend Nierensteine verursacht oder das Risiko erhöht. Also insofern ist es in diesem Bezug nicht so kritisch zu sehen. Wichtiger Hinweis. Darf ich noch mal eine ganz praktische Frage stellen? Jetzt hat ja nicht jeder von uns, Gott sei Dank, schon mal einen Nierenstein gehabt. Können Sie noch mal beschreiben, was wirklich die typischen Frühsymptome sind, wenn jemand eine Kolik bekommt? Das fängt ja wahrscheinlich eher mit latenten Schmerzen an und wird dann stärker. Was ist denn ein klassisches Symptom eines Nierensteins, falls ich noch nie einen gehabt habe? Ja, es ist tatsächlich so, dass wir da sehr stark unterscheiden müssen. Ein Nierenstein, der wirklich oben in der Niere liegt, der kann dort stumm liegen. In den allermeisten Fällen wird der Patient eben gar nichts merken. Und ein solcher Stein wird in der Regel als Zufallsbefund entdeckt. Beispielsweise, wenn ein Ultraschall durchgeführt wird beim Hausarzt, sei es auch aus anderem Grund, dann könnte man so einen Nierenstein feststellen. Die Steine werden erst dann symptomatisch, wenn sie eben in den Harnleiter eintreten, weil der Harnleiter eng ist und die Steine dort verstopfen können. Und dann bekommt man eine akute Nierenkolik. Und die spürt man. Die weiblichen Patienten, die sagen oft, es ist schlimmer wie eine Geburt. Und da geht es auch sehr schnell. Also wer schon mal so eine Nierenkolik dann erlebt hat, das geht innerhalb von Minuten dann los. Und da brauchen Sie unverzüglich Hilfe. Da rufen Sie den Rettungsdienst. Jetzt fragen sich sicher viele, kann ich so ein schlimmes Szenario nicht verhindern? Also Sie hatten ja schon erwähnt, Bewegung und Flüssigkeit ist offensichtlich immer noch wichtig. Das gibt es ja schon seit ganz vielen Jahrzehnten. Aber sind wir da noch gar nicht weiter? Können wir keine speziellen Tipps geben, wie ich mich relativ sicher vor dem Auftreten von Steinen schützen kann? Oder gibt es vielleicht Patienten, die haben einfach Pech gehabt? Alles stimmt, was Sie sagen. Es gibt eine Reihe von Patienten, die haben diese Veranlagung. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Genetik natürlich eine große Rolle spielt. Aber diese Patienten wissen das ja auch mit der Zeit. Die haben dann ein oder mehrmals eben diese Nierensteine gebildet und dann kommen Sie zu uns, dann machen wir die entsprechende Diagnostik und dann können wir ja genau sehen, welche Stoffe sind jetzt in zu hohem Maße vorhanden und dann können wir ja entsprechend regulieren. Wobei es gibt eine Reihe von Medikamenten, die man einsetzen kann, aber ich persönlich halte davon eher weniger, denn diese Medikamente müssten Sie ja Ihr Leben lang nehmen und die haben entsprechende Nebenwirkungen. Nicht? Also die einen, die machen dann Magen-Darm-Probleme, Blähungen und Durchfall. Das andere sind Blutdruckmedikamente, die den Blutdruck senken und so weiter. Also das ist eigentlich nicht unbedingt anzustreben. Und dann würde ich sagen, das, was wir angesprochen haben, nämlich die allgemeine Umstellung der Ernährung auf eine, das, was wir alles als gesund kennen, weniger Fleisch, weniger Süßigkeiten, mehr die pflanzliche Ernährung, das ist schon durchaus hilfreich. Und wenn wir das beherzigen, und ich finde, das macht es am Ende doch einfach, ja, also mit dem Sport, mit dieser Ernährung und dem ausreichenden Trinken, da schlage ich eigentlich sehr viele Fliegen mit einer Klappe. Heißt aber auch, dass jeder Stein, den wir bergen, der wird im Labor analysiert. Richtig. Okay. Ja, das sollten wir auch tun, ne, weil natürlich die ja so unterschiedliche Ursachen haben, wie es dargestellt war, dass dann die entsprechenden Maßnahmen schon im Einzelnen auch unterschiedlich sind. Jetzt hatten Sie uns ja gezeigt, das war sehr spannend, die Entstehung der Stoßwellentherapie, der Zertrümmerung eines Steines. Und ich glaube, wir alle würden uns denken, also bevor da jetzt operiert wird und ich mit einem langen Gerät in meinen Harnleiter hinaufgucken muss und dann in die Niere, klingt ja so eine Stoßwellenzertrümmerung eigentlich ganz, ganz gut. Und Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie selber das eigentlich eine gute Methode finden. Der Stellenwert ist ja über die Jahre so ein bisschen gesunken, wenn man jetzt das quasi jetzt mal bundesweit sieht. Können Sie das erklären oder vielleicht auch sagen, welcher Patient am ehesten davon profitieren wird als ein anderer? Genau. Ja. Ich habe ja gesagt, die Stoßwellentherapie war eine Revolution, weil man muss sich klar machen, bis in die 70er, 80er Jahre des vorhergehenden Jahrhunderts gab es im Grunde ja nur die offene Operation. Und somit war die Stoßwellentherapie natürlich etwas, wo wir ohne jeden Schnitt und
quasi ohne Invasivität viel erreichen können. Aber es hat sich halt im Lauf der Zeit gezeigt, wenn wir große Steine behandeln oder mehrere Steine behandeln, dann gibt es eben entsprechend viele Teilchen, die abgehen müssen. Und das tun sie entweder nicht oder beim Abgang machen sie eben wiederum die Kolik. Ne? Und so hat sich im Lauf der Jahre dann eben doch gezeigt, dass viele der Patienten doch nicht ganz steinfrei waren. Das hat auch mit der Diagnostik zu tun. Wir haben früher einfache Röntgenbilder gemacht und heute haben wir die Computertomographie. Und wenn wir dann eben nachschauen, dann waren doch ein großer Teil oder ein gewisser Teil dieser Patienten eben nicht steinfrei. Da haben wir dann auch wiederum neue Methoden eingeführt, wie wir dann mit Stoßwellentherapie die Patienten doch komplett steinfrei bekommen können. Aber insgesamt hat es eben dazu geführt, dass die Spiegelungstechniken mehr zum Zuge kamen. Hat auch mit der technischen Entwicklung zu tun, weil die Spiegelungsgeräte eben immer feiner wurden, immer besser wurden. Wir haben heute auch digitale Geräte, die uns ein wunderbares Bild liefern. Und so sind beide Technologien heute eigentlich sehr gut. Das heißt, die offene Operation ist eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich relevant. Habe ich nicht mehr erlebt in den letzten 20 Jahren. Das ist aber schon ein guter Hinweis. Und ob die Therapie dann quasi durch die Haut durchgemacht wird und von außen in die Niere mit den immer ja feiner werdenden Instrumenten gemacht wird oder durch die Harnröhre gemacht wird, entscheidet man dann anhand verschiedener Faktoren wie Größe, Erreichbarkeit und so weiter. Ja, auch individuelle Präferenz. Ich kann das mit dem Patienten besprechen. Ich kann ihm die Vor- und Nachteile aufzeigen. Nicht der direkte Weg zur Niere vermeidet ja die Passage des Harnleiters. Dann kann ich darüber sprechen. Wenn der Stein sehr groß ist und ich mutmaßlich eben sehr häufig den Harnleiter hoch und runter passieren müsste, ist vielleicht dort die Gefahr einer Verletzung größer. Umgekehrt, wenn ich von außen punktiere, kann es eine Blutung an der Niere geben. Und das sind alles solche Dinge, die ich mit dem Patienten besprechen muss. Und dann kommen wir zu dieser gemeinsamen Entscheidung. Das ist mir wichtig. Ja? Es ist nicht irgendwie der Arzt, der da irgendwas entscheidet, sondern wir besprechen das und der Patient entscheidet, was er möchte. Ich finde, das ist ein sehr schöner Hinweis, einfach um nur mal darauf hinzuweisen, es ist eigentlich unabhängig von der Indikation. Wir versuchen, unsere Aufgabe ist es ja eigentlich, Ihnen die Vor- und Nachteile einer jeden Therapie darstellen zu können. Und dann kann man die für Sie passende Methode herausfinden. Und es ist ja erstaunlich oft, wie die Erwartungen, die Hoffnungen und Wünsche von Patienten und Patienten und sich unterscheiden. Da ist man selber ja oft erstaunt und dann versuchen wir für Sie die beste Möglichkeit zu finden. Zwei Fragen habe ich noch. Wenn der Patient jetzt operiert werden muss, kann man davon ausgehen, dass es bei einer Operation bleibt oder muss es manchmal vielleicht sogar nochmal gemacht werden? Natürlich wird es in der Regel bei einer Operation bleiben. Es kann aber sein, dass wir von vornherein sagen, ganz geplant, das machen wir in zwei Schritten. Wenn die Steinmasse zu groß ist, ne, wir könnten dann eine sehr lange und komplexe Operation mit mehreren Zugängen machen, aber dann hätten wir vielleicht ein deutlich erhöhtes Risiko. Und dann ist es vielleicht durchaus ratsam, von vornherein zu sagen, lassen Sie uns das in zwei Schritten angehen. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich fand das sehr interessant. Sie haben uns Ihr Register gezeigt. Und das ist ja im besten Sinne wirklich eine Art von Versorgungsforschung. Nämlich erstmal die Beschreibung der Realität und dann kann man daraus Konsequenzen ableiten. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären, wenn es jemand noch nicht ganz klar geworden ist, was genau Sie damit erreicht haben. Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt, weil wir mit diesem Register versuchen wollen, Daten, die einfach schon vorhanden sind, auch zu nutzen. Das heißt, alle Daten, die wir von den Patienten haben, die sitzen ja schon in den Datenbanken der Krankenhäusern, nur sind sie für die Forschung ungenutzt. Und was wir mit dem Register machen wollen, die Daten sollen natürlich mit Einwilligung der Patienten automatisiert in ein Forschungsregister übertragen werden können. Und dann können wir alles, was wir schon haben, die Laborwerte, die Röntgenbefunde, die Therapien, die angewendet werden, bewerten. Und hinzu kommt, dass wir in diesem Projekt über eine Patienten-App auch noch Informationen von den Patienten selbst bekommen wollen. Wie ernähren die sich? Wie bewegen sie sich? Hatten sie früher schon mal Steine? Und so weiter. Und dann werden wir ein wirklich sehr umfassendes Bild bekommen. Und das bei einer ganz großen Menge von Patienten in mehreren Zentren, die da beteiligt sind.
Das heißt, die Digitalisierung hilft uns auch hier, dass wir viele von den Fragen, die wir gerade besprochen haben, vielleicht danach beantworten können. Genau. Glückwunsch, tolles Projekt. Ich möchte mich bedanken für den tollen Vortrag.